kommt Cryorick mit dem C7G. Und das hier, ja, wenn wir uns hier das Ganze hier in der Nahaufnahme anschauen, ja, können wir uns hier einmal kurz gönnen. Hier steht auch CU drauf und das ist eben hier unser Element für Kupfer. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und wie ihr das letzte Mal in dem Test zum Thermalright AXP100 bereits gesehen habt, Kupfer ist ganz offensichtlich besser als Aluminium, ja, und das hat Cryorick auch für sich entdeckt gehabt und die meisten von euch kennen wahrscheinlich, die im Small Form Factor unterwegs sind, den Cryorick C7 und den Cryorick C7 gab es auch kurzzeitig als CU-Variante. Diese war komplett aus Kupfer gefertigt und mit knapp 60 Euro relativ teuer bemessen. Ähnlich wie der Thermalright AXP100 eben ein Enthusiastenprodukt. Aber nichtsdestotrotz brachte dieser Kühler eben deutlich mehr Leistung in diesem kleinen Formfaktor mit sich. Und nachdem der Alpenföhn Blackridge eben auch auf dem Markt erschienen ist, gab es eben in diesem 74mm Bereich dann so einen kleinen Kampf zwischen Blackridge oder Cryorick C7. Ja, welchen der beiden Kühler sollte man nehmen? Und dann war plötzlich, bevor eigentlich der Cryorick C7 CU überhaupt richtig auf dem Markt angekommen war, das Produkt verschwunden, es gab keine Verfügbarkeit in Europa und dementsprechend war der Blackridge die einzige Wahl. Jetzt aber kommt Cryorick mit dem C7G. Und das hier, ja, wenn wir uns hier das Ganze hier in der Nahaufnahme anschauen, ja, können wir uns hier einmal kurz gönnen. Hier steht auch CU drauf und das ist eben hier unser Element für Kupfer. Entsprechend ist das Ganze eben aus Kupfer gefertigt. Nur in der C7G-Variante gegenüber dem CU nicht blankes Kupfer, sondern schwarz lackiert, ja, mit so einer Pulverbeschichtung, mit einer Graphitpulverbeschichtung versehen worden. Und diese Graphitpulverbeschichtung soll zusätzlich die Wärmeleitfähigkeit von dem Kupfer noch einmal nach außen hin verstärken und dann entsprechend ja, mit dieser mattierten Oberfläche die Hitze an die Luft zuführen. Und ja, sämtliche Sockel werden hier eben unterstützt, ebenfalls AM4 bzw. eben Ryzen. Und wir sehen hier an der Stelle eine TDP von 125 Watt. 125 Watt sind noch einmal 10 Watt mehr, die diese Graphitschicht abführen kann. Und das ist natürlich beeindruckend, dass hier von der ganz normalen CU-Variante zu der G entsprechend ja, der Schritt von 115 auf 125 Watt erreicht wurde, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und das Gewicht hat sich an sich nicht verändert. Ja, wir haben hier immer noch 675 Gramm und das ist natürlich enorm schwer. Man merkt das schon alleine an dieser kleinen Box, ja, wie schwer dieser Kühler sein muss, dafür, dass er so klein und kompakt ist. Wie bereits gesagt, mit 47 mm wirklich klein und wie dafür gemacht, im Dan A4 SFX eben zum Einsatz zu kommen. Und was nochmal eine noch größere Neuerung an dem C7G ist, ist, dass jetzt endlich Bohrungen mit einer dazugehörigen Klammer vorhanden sind, um den im Lieferumfang enthaltenen Lüfter eben durch einen 92 mm Lüfter eurer Wahl auszutauschen. Und welcher Lüfter kommt denn besser dazu in Frage als der NFA 9x14? Ja, der 92 mm Lüfter im Low Profile von Noctua, ja, der Champion unter den 92 mm Lüftern. Und da bin ich echt gespannt drauf, inwieweit sich jetzt hier diese Kupfervariante von dem C7 erst einmal mit dem Stocklüfter und dann gegenüber dem Noctua-Lüfter schlagen wird und wie sich diese Ergebnisse von den Temperaturen gegenüber dem AXP100 in der Kupfervariante von Thermalright schlagen. Egal ob Thermalright oder Cryorick eben in der Fertigung teurer und entsprechend auch eine etwas gehobenere Preisklasse. Und dementsprechend bin ich echt gespannt, wie sich hier der Cryorick C7G an der Stelle positionieren wird. Ob er mit seiner kleineren Größe bei seinem höheren Gewicht den AXP100 bezwingen kann, werden wir heute zusammen herausfinden. Wie bereits gesagt, ich werde das Ganze wieder in dem System hinter mir verbauen, also mit dem i7-6700K bei 4,6 GHz fest anliegend, werde ich 5-mal Cinebench durchlaufen lassen, anschließend eine Runde Intel Burn Test und dann das Ganze mit dem Noctua-Lüfter wiederholen. Wir werden in beiden Situationen mit derselben Anfangstemperatur starten. So, bevor ich jetzt irgendetwas testen werde, sollten wir vielleicht das Ganze einmal auspacken. Also jetzt gibt es erstmal ein kleines Unboxing zum Cryorick C7G. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.
I see the through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Das Unboxing ist jetzt erstmal durch und ich habe hier den Thermal Grizzly Cryonaut bereits vorbereitet. Genauso wie beim AXP100 Test von Thermalride werde ich hier auf diese Wärmeleitpaste zurückgreifen, wie in jedem meiner Tests, einfach um ein gutes Gesamtergebnis zu bekommen. Und hier ist jetzt schon mal einmal probeweise getestet, wie das Ganze aussieht mit dem NFA9x14, eben der Noctua Lüfter, und das Ganze in der Kombination ist wirklich perfekt. Also wie bereits gesagt, es ist halt ein 92 mm Lüfter, der hier optimal drauf passt. Ja? Und ich denke, es wird gegenüber dem standardmäßigen Lüfter, der eben mit dem Cryrig C7 ausgeliefert wird, nochmal ein kleines bisschen mehr Leistung mit sich bringen. Und zumindest, das ist ja das, was ich beim Cryrig C7 immer auszusetzen hatte, dass eben dieser Lüfter hier einfach unglaublich laut ist. Ja, das Ding dreht so heftig auf in relativ hohem Load. Wir sehen hier eine RPM von bis zu 2500, Leute. Das ist natürlich für so einen kleinen Lüfter enorm heftig. Ja, wir können mal schauen, was hier der Noctua leistet. 2200 im Maximum. Also alleine bei 100% ist das Ding hier von Noctua schon mal eine Ecke leiser. Aber was ich euch versichere, dass diese 2200 RPM, die das Ding hier sozusagen im Max raushaut, noch mal eine Ecke leiser sind gegenüber dem, was das hier sozusagen produziert. So, jetzt möchte ich unsere aller kostbare Zeit nicht allzu sehr strapazieren und werde dementsprechend jetzt mit den Tests anfangen. Also, auf geht's! So, Freunde, ich bin jetzt mit meinen Testergebnissen mit dem Cryrig C7G an der Stelle fertig. Ja, es sind wirklich interessante Ergebnisse wieder einmal. Ja, und im Hintergrund läuft er auch noch. Wie bereits gesagt, ihr habt, je nachdem in was für einem Gehäuse ihr arbeitet, eben diese Klammern, sodass ihr 14 mm oder 25 mm Lüfter verwenden könnt. Und ja, die Ergebnisse sind wie zu erwarten etwas schlechter als beim Thermalride AXP100. Der hat wirklich erstaunlich gute Ergebnisse geleistet, aber ist natürlich auch eine ganze Ecke größer. Ja, von 47 auf 58 mm ist schon ein kleines Stück, aber nichtsdestotrotz ist das Gewicht vom Cryrig C7G an der Stelle höher. Dementsprechend performt einfach der AXP 100 deutlich besser. Also hier waren wir schon sehr, sehr knapp am Limit von 100 Grad Celsius, also gerade auf 99 Grad Celsius angestiegen, als der Test mit dem Intel Burn Test fertig war. Dementsprechend
konnte der Takt von 4,6 GHz gehalten werden. Wie bereits gesagt, wieso der i7-6700K? Ich hatte ihn einfach damals zur Verfügung und es ist übertaktet einen Load von 140 Watt TDP. Dementsprechend übersteigt es auch das angegebene Limit von 125 Watt, die der C7 von Cryerig eben leisten kann. Von daher sei es ihm hier an der Stelle vergeben, er wollte gar nicht mehr schaffen. Ja, ich wollte es euch nur demonstrieren, also 140 Watt ist natürlich ein Load, der entsprechend nur in wirklich Multithreading-lastigen Anwendungen dann tatsächlich zu Buche schlägt mit solchen Temperaturen. Dementsprechend ist das Ganze, ja, wenn man das mit einem Ryzen vergleicht, definitiv hier mit dem C7G an der Stelle eine wirklich gute Option für die Ryzen 3000er Serie, vor allem die etwas sparsameren Modelle wie dem Ryzen 3600 und 3700X, die bei 65 Watt laufen, ist das Ganze natürlich nach oben hin noch eine ganze Ecke, bis man an diese 140 Watt rankommt, aber an der Stelle angemerkt, 140 Watt sind machbar, leider nicht so viel Spielraum wie beim Thermalright AXP100, dementsprechend hat der Cryerig C7 hier an der Stelle gegenüber dem Thermalright verloren, aber zumindest in dem Bereich von 47 mm doch definitiv seine Daseinsberechtigung hier an der Stelle tatsächlich gefestigt. Und was man anmerken muss, ja, an der Stelle ist, dass der Test, ja, von dem Stocklüfter gegen den 92 mm Noctua etwas schlechter ausgefallen ist für den Noctua, aber zugunsten von ganzen 10 dB, ja, 10 Dezibel sind das in dem Load, die der Noctua an der Stelle leiser ist. Thermalright AXP100 Copper und Cryerig C7G und auch CU im selben Preissegment von 60 bis 70 Euro. Beide sind nicht wirklich stark verfügbar. Dementsprechend, wenn ihr die Möglichkeit habt und vor allem den Platz im Gehäuse, schnappt euch den Thermalright AXP100. Ja, und wenn ihr in dem Gehäuse hier baut, in dem DanA 4 SFX, dann besteht immer noch die Möglichkeit, den Thermalright AXP100 entsprechend zu modifizieren. Die Acetec 545 bzw. 645 LT, das ist in meinen Augen eher, was sich hier für dieses Gehäuse eignet. Und wo ich den Thermalright AXP100 verwenden werde, werdet ihr noch in der Zukunft sehen. Ich habe ihn nämlich nicht ohne Grund mir besorgt. Ja. Nichtsdestotrotz, Thermalright an der Stelle, kriegt die Daumen hoch, Cryerig an der Stelle natürlich auch. Für den Formfaktor. Wie bereits gesagt, ich hoffe, ihr fandet meine kleine Testserie dazu interessant. Und jetzt habe ich auf jeden Fall die Ergebnisse vom Cryerig C7G und dem Thermalright AXP100 Copper in dem Setup hier zusammengetragen und werde das Ganze in der Zukunft noch gegen den Blackridge von Alpenföhn testen. Denn der bewegt sich nämlich genau in demselben Bereich wie der Cryerig C7 und zusätzlich, wenn man den Lüfter oben auf dem Blackridge montiert, bewegt sich das Ganze in dem Größenverhältnis vom Thermalright AXP100. Dementsprechend habe ich genau in die Richtung auch hingehen wollen, dass ich dann am Ende der Testreihe eben den Blackridge hinzufügen kann und ihr dann sozusagen unter den drei Lüftern den besten Small Form Factor Low-Profile Top-Blower sozusagen herauskristallisiert bekommt. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auf die zukünftigen Ergebnisse, die wir noch sammeln werden. Und bis dahin verabschiede ich mich an der Stelle und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen als Gaming Fitness. That's you see on GaxTV.